Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Valiant Hearts of the Great War. Ich bin Little Campus Grand oder einfach nur Yannick, wie beim letzten Mal immer noch. Und wir sind jetzt sozusagen der kleine Kantinenchef hier und wurden ja gefangen genommen von dem deutschen Trupp. Wir spielen hier gerade Emil und Karl soll ja angeblich auch in diesem Regiment sein. Der soll ja mit seinem Regiment hier hochgezogen sein. Und mal sehen, ob wir den hier erblicken werden. Wir haben hier erstmal wieder ganz, ganz viele Fakten, die wir vorlesen können. Und ihr liebt es ja so sehr, wenn ich etwas vorlese. Deswegen, here we go. 6 Millionen Kriegsgefangene. In den Jahren 1914 bis 1918 wurden von den Kriegsparteien mehr als 6 Millionen Kriegsgefangene gemacht. Allein das Deutsche Reich hielt 2,5 Millionen Soldaten gefangen. Trotz des Haager Abkommens von 1907 und der Anstrengung des Internationalen Roten Kreuzes waren die Haftbedingungen meist hart. Insbesondere für die einfachen Soldaten, die zu Zwangsarbeiten genötigt wurden, so wie wir jetzt zum Beispiel. Mehrere hunderttausend kehrten aus der Gefangenschaft nicht zurück. Briefe und Päckchen. Die Feldpost war die einzige Verbindung des Soldaten an der Front zu seinen Verwandten in der Heimat, da Funk und Telefon nur für militärische Zwecke benutzt wurden. Die Beförderung solch gewaltiger Postmengen stellte eine große logistische Herausforderung dar und mehr als 8000 Soldaten waren auf deutscher Seite abgestellt, die im Laufe des Krieges insgesamt mehr als 28 Milliarden Sendungen zu befördern. Während sogenannter Postsperren durften die Soldaten ihre Briefe nur unverschlossen verschicken. Diese wurde dann von den Vorgesetzten gelesen und gegebenenfalls zensiert. Die Schlacht von Neuve-Chapelle. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombenregen, der am 10. März 1915 über den deutschen Stellungen niederging. An diesem Tag kam zum ersten Mal die Taktik der Feuerwalze zum Einsatz. Die seht ihr oben auf dem Bild zum Beispiel. Dabei konzentrierten alle Geschütze ihr Feuer gleichzeitig auf ein einziges Ziel. Du doofes Handy. Und verlagerten es dann nach einem genau ausgearbeiteten Zeitplan um einige Meter, während die Infanterie im Schutz der Artillerie vorrückte. 530 Kanonen verschossen an diesem Tag mehr als 216.000 Granaten. Das heißt, jede Waffe feuerte alle 2 Minuten einmal. Das ist schon ziemlich krass. Die Gaval Rifles. Oder Riffles. Großbritannien und Frankreich standen an der Spitze eines gewaltigen Kolonialreiches, das sie an den Kriegslasten maßgeblich beteiligten. Die Inder dienten der britischen Krone im Mittleren Osten, aber auch an der europäischen Westfront. Sie leisteten während des Krieges einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag und eine ganze Reihe Siege der Entente gehen auf ihren Mut und ihren Kampfgeist zurück. Noch heute würdigt ein Denkmal im Neuve-Chapelle ihre Opfer. Der Schlamm. Das Leben in den Schützengräben gestaltete sich schwierig. Die Soldaten waren Kälte, Regen und Schlamm ausgesetzt. Schmutziges Trinkwasser sorgte für die Ausbreitung ansteckender Krankheiten wie der Ruhr. Auch die Tiefe des Schlamms konnte gefährlich werden. Es kam vor, dass Soldaten in Bombenkratern oder Laufgräben ertranken. Sprengladung. Aufgrund der starken Befestigung der Schützgräben griff man auf Seiten der Entente auf die altbekannte Taktik des Unterminiers. Unterminierens zurück. Mineure gruben Stollen bis unter die feindlichen Gräben und deponierten dort große Mengen Sprengstoff, um so eine Lücke in die feindlichen Linien zu reißen. Die Engländer verwendeten dazu Kordit, einen hochexplosiven Sprengstoff, der mit Hilfe eines Zünders aus der Entfernung zur Explosion gebracht werden kann. So, soviel zu den Fakten. Das ist ein kleiner süßer Hund. Hallo Hund. Ja, komm, schlepp de Witter, Honk. So, wir sollen dem Hund ein bisschen was zu trinken geben. Oh, das schmeckt dir, ne? Oh. Hey. Ich glaube, der Hund mag uns. Der Hund ist niedlich. So, was haben wir hier? Wasser auf Feuer ist gleich Wurst. Okay. Karl! Oh. Ein Wiedersehen. Ein Brief. Mein lieber Vater, wir leben in ständiger Ungewissheit. Die Deutschen benutzen die Bewohner von Samiel als lebende Schilde gegen die französische Artillerie. Ich hoffe, die Deutschen behandeln dich gut und deine Wunde verheilt langsam. Ich lege ein Foto von Victor bei und küsse dich innig von ihm. Alles Liebe. Bitte melde dich bald. Adieu, Karl. Ja, dein Essen kommt schon gleich. Guck mal, hier hinten ist aber noch etwas in der Ecke. Nämlich ein Bildchen von der Marie. So. Wie war das denn jetzt? Das war einmal Wasser. Ja, komm runter, mein Freund. Auf Feuer. Feuer war das hier. Ich dödel.
Und die Wurst kommt da auch noch rein. Achso, weil ich gerade einmal einen Fehler gemacht habe. Ja, verständlich. Das dann erhitzen. Und das Würstel rein. Lecker, lecker. So, das müssen wir jetzt wahrscheinlich rausschieben, schätze ich. Hallo, es gibt Happa Happa. Oh oh. Die großbritannischen Großbritannier greifen an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich gestorben? Nein, aber ich wurde eingebuchtet. Da ist der Hund wieder. Der Hund, der hat uns gerettet. Wie ein guter Erste-Hilfe-Hund das tun sollte. Wir können den Hund steuern, interessant. Wursthaus. Witzig, dass das da so draufsteht. Ist der Hund jetzt an unserer Seite? Oh! Oh Gott. Ups. Ups. Ich helfe dir da raus, komm. Wo ist Karl? Was? Die sind mit dem Zeppelin los? Mit dem Zeppelin? Hm. Was können wir da wohl einsetzen? Wir haben hier... Da hinten ist was. So. Der Hund hilft uns ja wirklich. Oh. Wir haben jetzt einen Hund als Begleiter. Oh, ich liebe Hunde. Das kann man wahrscheinlich erst wirklich richtig gut nachvollziehen, wenn man selbst einen Hund hat. Ich konnte damals ehrlich gesagt mit Hunden kaum was anfangen, aber dann habe ich meinen kleinen Hund bekommen, den Oscar, die französische Bulldogge. Und seitdem ich den kleinen Pupser habe, den ich größtenteils übrigens auch nur wegen meiner Mom habe, weil meine Mom wollte ihn unbedingt haben, seitdem habe ich mich geradezu in den verliebt. Ah, guck mal, das können wir hier raufziehen. Aber das rollt ja doch wieder runter, oder? Gerade noch so. So, unser Hündchen steht da schon bereit. Wunderbar. Oh. Auch eine sehr schöne Illustration, definitiv. Oh Gott. Schaut euch das mal im Hintergrund an. Oh weia. Der Erste Weltkrieg ist so unglaublich schlimm. Oh, wie cool. Wir können so mit uns... mit unserer Suppenkeule können wir da uns runterbuddeln. Voll cool. Ui, was haben wir denn da? Oh! Meine Damen und Herren, sowas nennt man im Volksmund Minen. Guck mal, Hundi. Siehst du das da? Siehst du, was ich sehe? Oh! Okay, ich darf da noch nicht mal gegenlaufen. Hab ich mich gerade wieder erschrocken. Heidewitzka. Ach, der Hund nutzt die Gänge wahrscheinlich, um von oben nach unten zu kommen, oder? Ui, wir haben wieder was gefunden. Schau mal einer an, da oben ist jetzt so eine Leiter. Aber wir haben nichts zum Werfen da drauf. Sehr traurig. Ist aber wirklich sehr, sehr gut dargestellt, dieses Spiel. Wirklich. Da kann man buddeln. Was hast du da denn? Du hast einen Knochen gefunden. Braver Hundi. Diesen Knochen können wir benutzen, um entweder, glaube ich, das rechts aufzumachen oder hier oben die Leiter uns zu holen. Ach, den Hund. Den Knochen können wir gar nicht... Oh. Jetzt hat unser Hundi auch noch ein Spielzeug. So, weiter reinbuddeln wollen wir uns gar nicht. Ich denke nicht, dass wir alle Gegenstände finden werden, aber ein Anfang ist es ja schon mal, wenigstens die, die man findet, auch dann einzusammeln.
So, geh da weg, Hundi. Hundi, komm mal am liebsten hier mit hin. Ich habe Angst, dass du da zu nah dran bist. Ich will nicht, dass du da Schaden abkriegst. Wir haben immer noch unsere Ketten unten dran. An den Füßen. Oh oh. Hier müssen wir jetzt wirklich sehr gut aufpassen. Oh. Oh. Dass wir uns ja nirgends reinbuddeln. Guter Hund. Oh. Guck mal, wir können uns mit unserem Hund spielen. Eine Brezel. Wurst. Das ist keine Wurst, das ist eine Brezel, kleiner Hund. Oh. Oh, nein. Nein. Oh Gott, oh Gott. Befrei ihn. Oh Gott. Nein. Befrei ihn daraus, befrei ihn daraus. Bitte befrei ihn daraus. Ein paar Minuten zuvor auf der anderen Seite der Front. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. So, und diesen netten Herrn spielen wir jetzt erstmal wieder. Frame Drops sind so unermessliche. Okay. Das war interessant. Du solltest vielleicht mal an... Ja, wir müssen uns da ein wenig schneller, Oh Gott! Das ist auch schwer, immer zu wissen, ob man A gedrückt halten muss oder öfter drücken muss. Aber man hätte sich vielleicht ein wenig herleiten können, wenn man in so einer Dramasituation ist, dass man dann öfter drücken muss. So, und weiter. Oh oh. Was? TNT? Ah, hier sind die Gräben, von denen wir gesprochen haben. Weil... Was, du brauchst drei TNT? Kriegst du. Ach so. 2, 3, 2. Gut. Du brauchst 2, 3, 2er. Ja, ganz in Ordnung. 2... Ups. 2. Kommen wir hier nicht so runter? Ne, da guckt er nur runter. Hä? 2, 3, 2. Brauchen wir jetzt noch einen 5 oder was? Ach so. Sag das doch, Minion. Wir schieben dich jetzt erstmal nochmal ganz rüber, damit wir dir noch einen Zweier hochwerfen können. Yannick stand mal wieder so Deluxe auf dem Schlauch, wie man das von ihm kennt. Zip, da hast du nochmal einen. Das sind übrigens die Inder, von denen wir gerade in den Fakten gelesen haben. Die haben nämlich mitgeholfen, bei diesen Gräben das hochzujagen. Und so erlernt ihr auch schon ein wenig mehr geschichtliches Wissen. Super, wa? Jo, dann wollen wir mal, wa? Meine Damen und Herren, let it rip. Okay, das sollte auf jeden Fall ein kleines Löchlein da reingerissen haben. Achtung. Da ist das Hündchen. Oh, das sehen wir jetzt von dieser Perspektive aus. Sag nicht, wir helfen ihm jetzt von hier aus. Ist das Spiel gut gemacht, ey. Freunde fürs Leben. Und so haben wir aus weiter Entfernung noch unserem guten alten Emir getroffen.
Wir haben die Schere. Und deswegen können wir ihm jetzt auch da raushelfen. Keine Angst. Hey, ganz ruhig, kleiner Hund. Dir geht's gut. Oh. Könntest du meine Ketten losmachen? Natürlich kann ich deine Ketten losmachen. Merci, mon ami. Du Regner. Zu den Deutschen? Ja, zu Karl. Karl war bei den Deutschen. Wir beide wollen jetzt zu Karl gehen? Das klingt nach einem Plan. Oh Gott, ist das eine schöne Geschichte. Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Ypern. Ypern in Belgien. So. Giftgas? Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Die ekligen Deutschen. Was ich aber gerade schon die ganze Zeit machen wollte, ist, ich wollte mal zu meinem Hund gehen, denn den kann man noch weiter liebkosen, glaube ich. Oh, guck mal. Super niedlich. So, wir haben jetzt auch erstmal wieder neue Fakten, die ich euch natürlich vortragen werde. Die Schlacht von Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von größter Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und somit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlüsselposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Dieser Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6000 Gefallene zu beklagen. Und, Entschuldigung, aber ich werde die anderen Fakten gleich vorlesen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich ehrlich zugeben muss, dass es mich ein wenig nervt. Dass, man die ganze Zeit das Husten im Hintergrund hört. Das finde ich ein bisschen nervend. Und durch. So. Und jetzt können wir erstmal ein paar Sachen machen. Wir haben nämlich zum einen die Tagebücher, die wir jetzt vorlesen können. Welch ein Tag! Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat es lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Freddy, auf dem Marsch nach Belgien, wo diese verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt. Emil, sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Okay. Dann haben wir noch Karl. Endlich habe ich Emil gefunden, wenige Augenblicke bevor die Granaten fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Einschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Victor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Und dann noch Marie. Heute sind die Deutschen in Saint-Mihiel eingefallen. Zum Glück haben die Truppen den Hof verschont. Ich habe mit Victor Schutz im Keller gesucht. Wie soll es jetzt weitergehen? So, und hier könnte man jetzt noch vor... Das hatten wir, glaube ich, schon gelesen. Emil, da, direkt vor mir, der Länge nach auf dem Boden. Warum musste sein Regiment auch auf meines treffen? Ich hoffe, er kommt durch. Er ist ein zäher Brocken. Ich muss herausfinden, in welches Gefangenenlager er gebracht wurde. Das war vorher. Und er hatte vorher, ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Und dann haben wir auch noch die Fakten. Der erste Gasangriff. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellung wehte. Chlorgas verursacht Verbrennungen an Augen, Haut und Lungen und dringt sowohl durch die Kleidung als auch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmaske bestand der einzige Schutz aus in Urin getränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Bombardement durch Zeppeline. Das Luftschiff wurde 1900 vom deutschen Grafen Zeppelin erfunden. Aber erst ab 1908 konnte der Zeppelin auf weitere Strecken überwinden. Zeppeline waren in etwa so schnell wie die damaligen Flugzeuge und wurden ursprünglich zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Ab 1915 flogen sie durch Bombenangriffe gegen zivile Ziele, etwa gegen Städte wie Paris und London. Hunde im Krieg. Die deutsche Armee besaß zu Beginn des Krieges etwa 6000 Hunde, die französische hingegen nur um die 30. 6.000 gegen 30, das ist eine Menge. Diese Tiere wurden für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Wachdienste, Postverkehr, Munitionsnachschub,
Transport von Kanonen und als Maskottchen. Deutsche Schäferhunde, Dobermänner und der flandrische Treibhund waren die Rassen, die am häufigsten zum Einsatz kamen. So, und wo wir jetzt hier gerade angekommen sind, würde ich sagen, machen wir mal wieder den nächsten Schnitt für dieses Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, dass ich euch hier mit diesem Let's Play auf jeden Fall den Ersten Weltkrieg ein wenig näher bringen kann. So komisch das auch klingen mag, dass ich euch den Ersten Weltkrieg näher bringe, aber es ist irgendwo ein Thema, über das man auch nicht schweigen darf. Auch wenn man oft immer in ganz komische Diskussionen gerät, wenn man als Deutscher über den Weltkrieg redet und besonders über den Zweiten und ach, ihr kennt diese ganzen sinnlosen Diskussionen. Auf jeden Fall hoffentlich gefällt es euch trotzdem, dass ich euch versuche, das alles hier sehr informativ und trotzdem sehr emotional mit einem gewissen Hauch Humor als Charakter rüberzubringen. Wenn es euch gefällt, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Auf dem ersten Part habt ihr schon fleißig kommentiert, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht können wir das ja auf diesem Part sogar noch ein wenig knacken. Also wenn ihr etwas zu sagen habt oder einfach nur so mir etwas sagen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Wir sehen uns morgen um 15:30 Uhr bei Valiant Hearts oder 17:30 Uhr bei Corpse Party. Euer Brain. Kapuuu!